Ach, Moment. Gute Neuigkeiten? Grüß dich, Hexer. Redet. Ich geh nochmal weg. Ich geh nochmal hin. Und ich geh nochmal weg. Ich geh nochmal hin. Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Also ich hätte jetzt wirklich... Ich hätte mich über ein bisschen Kitsch, hätte ich mich wirklich nur, dass er ihre Hand nimmt und mit ihr geht. Das hätte schon gereicht. Okay, jetzt stehen sie hier auf ihrer Lichtung. Schade. Schade, schade. 37. Huch. Wo haben wir denn den nächsten? Okay, ich geh mal jetzt auf die Plätze rein. Fenster hat gerade geknackt. Du bist Blitz. Ah, stimmt, Blitz hat jetzt einen coolen Sattel. Also, für so ein schönes... Ja, okay, es ist halt... Also, ich... Es ist halt das gleiche Spiel, deswegen vergleiche ich es einfach mit Hearts of Stone. In Hearts of Stone, da hätten die jetzt nochmal einen draufgesetzt, so storymäßig. Und hier machen sie es halt auch schön. Aber sie übertreiben es nicht. Was auch schön ist, aber... Mich kriegt man mit Kitsch. Und ich muss sagen, dieser Kitsch, der hat mir gerade gefehlt. Schmerzlich gefehlt, also... Jetzt würde ich gleich mal sagen, das Ende war nicht so geil. Das ist natürlich schön, dass das geht. Also, das kam ja alles von Geralt, und das müsst ihr verstehen. Von Geralt kam halt die Sache, ja, das ist wirklich wahre Liebe und alles schön, aber Geralt ist ja so ein trockener Klotz. Und hätten die beiden sich jetzt darüber gefreut und hätte er nur ihre Hand genommen, wären die glücklich einfach von dann gezogen und einfach aus dem Spiel verschwunden. Einfach weg. Als wären die nie da gewesen. Also wirklich, jetzt stehen sie da halt wahrscheinlich bis zur letzten Quest, stehen sie halt im Wald. Und wir werden die in der Hauptquest wahrscheinlich nicht einmal wiedersehen. Guillaume und Vivienne werden echt keine Rolle mehr spielen in diesem Spiel. Und mir wäre lieber, wenn sie jetzt einfach so Hand in Hand gegangen. Dass sie sich jetzt wirklich einfach bei ihm untergehakt, gefreut, bei einem Freudenhüpfer gemacht und bei ihm gegangen. Ich hab schon wieder zu viel bezahlt. Was? Spuck's aus. Sei gegrüßt, tapferer Held. Ich bin Raphael de Surmont, der herzogliche Kämmerer. Gesundheit. Ich bin Geralt. Hat er denn Essen stehen? Genau? Sind das Kuchen? Ich bezahle die fahrenden Ritter. Wofür denn? Sie ziehen über die Straßen und beschützen Toussaint vor Banditen und Monstern. Es ist nur recht und billig, dies angemessen zu kompensieren. Traumland für Geralt. Merke auch du es dir, Herr. Wenn du erfolgreich eine Hanse zerschlägst, einen Mitritter aus einer Gefahr errettest oder einen Kaufmann aus der Gewalt von Halsabschneidern befreist, dann komm zu mir und du sollst belohnt werden. Kann ich für jeden Scheiß hier was einfordern? Ich würde mir gerne mal deine Bücher ansehen. Die, die du verkaufst, meine ich. Natürlich kaufe ich die nicht. Nur eine Notiz, ein Buch... Ah, guck mal hier. Ein dekorativer Schild. Okay, ich verkaufe lieber erstmal nichts. Nee, ich lasse jetzt auch. Das macht mich neugierig. Woher kommt denn das Geld? Das ist für die Glichenschatzkammer wahrscheinlich wieder. Aus der herzoglichen Schatzkammer natürlich. Unsere allergnädigste Herzogin Anna Henrietta schätzt Tapferkeit und Aufopferung. Warum wird die manchmal Anna Henrietta und manchmal Anna Henrietta genannt? Ihr Dauerbefehl lautet, jedem Ritter ein Gehalt zu zahlen. Finde ich gut, ist modern. Ja, was von Nilfgaard. Entschuldigung. Einen finanziellen Ausgleich für die Verteidigung der inneren Sicherheit und Ordnung des Herzogtums. Du spielst wohl nicht zufällig Gwind, was? Ich sollte doch mit ihm wegen einem Quest reden, das geht irgendwie gar nicht. Ich nehme meine Fähigkeit auf, sondern es auch.
Plexus. So, gut. Muss ja nur noch stärker machen. Toll. Ich spiele noch 20 davon. Die stärksten des Gegners. Ich habe den Fuck you. Da holt er aber einen raus. Huiuiui. Sei gegrüßt, Ritter. Bin kein Ritter. Kann ich nicht. Du spielst wohl nicht zu. Oh. Pelikaner. Gut, das wird aber auch niemand. Nur wir. Wow. Arsch. Sie läuft mit mir. Der hat echt nervige Karten im Deck. Aber echt ein nach dem anderen raus. Really? Das ist ein letztes Scheißdeck. Ach. Das ist ja falsch. Du spielst wohl. Ich hasse ihn. Oh.
Alter! Das gibt es doch gar nicht. Kann ja so ein krasser Dude sein. Dude. Finde mag ich eigentlich. Scheiße. Legs. Komm, gib mir den Spion. Ich würde jetzt gerne nur Mist opfern. Ich muss ein bisschen was raus. Hier. Also auf jeden Fall noch was rausleihen. Jetzt haut er aber einen nach dem anderen raus. Horn? Das tut weh. Passt. Dreht genau ab. Passen. Ah. Hat mich das viel zu viele Karten gekostet. Die fehlen eigentlich auch zwei Karten. Tatsächlich. Das ist. Der Typ. Das gibt es doch gar nicht. Was hat der für krasse Karten jetzt, mal ehrlich? Alle gerne behalten. Bitte schön. Ja. Das ist eigentlich nur eine Zinte. Nehmen wir uns hier die Spione um Ohren, oder wie sieht das aus? Die schwachen Nahkämpfer. Die sind
viel zu wertvoll. Hat sich doch schon gelohnt. Fuck you, bitch. Der haut mir die alle weg.